4 Tage vor dem Internationalen Frauentag fanden sich Frauen im Rathaussaal unter dem Motto Aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander leben zum gemeinsamen Kennenlernen, Gedankenaustausch und Vernetzen ein. Der Internationale Frauentag ist auch für Amstetten immer ein ganz besonderer Tag, wo wir Frauen immer so auch ein Stück weit in den Fokus rücken, in den Mittelpunkt stellen, wo wir sie auf künstlerischer Ebene präsentieren. Und wie wir heuer den Weg gewählt haben, Frauen der verschiedensten Kulturen auch zusammenzuholen. Die Zeit erfordert es. Ja, wir haben eben verschiedenste Kulturen auch hier in Amstetten. Und so haben wir uns gedacht, wir versuchen, die Frauen ganz bunt zusammenzuwürfeln, uns in der Kultur, in der Gesellschaft auch auszutauschen und möglichst viele zu uns mit ins Boot hereinzuholen und mit uns gemeinsam den Weg zu gehen. Denn zusammen können Frauen viel bewegen und erreichen. Gemeinsam. Das heißt, in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen der Stadt Amstetten, darunter die Lions-Frauen, das Frauenhaus, die Frauenberatung Mostviertel sowie die Evangelische Kirche, die Katholische Frauenbewegung, der Verein Eleiche, der Verein Südfilmfest, die ATIP-Frauen und die ÖVP sowie SPÖ-Frauen. Das Ziel? Dass wir heute eine Auftaktveranstaltung zu einer großen Vernetzungsplattform machen. Die Idee dahinter ist einfach, dass sich Frauen aus den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Schichten, aus den unterschiedlichen Vereinen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Parteien, also einfach Frauen, wie eben Frauen leben und organisiert sind, vernetzen, voneinander erfahren. Wir haben eben gesagt, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander leben. Einfach, dass man so schaut, was ist eigentlich das Verbindende von Frauen, was ist das Trennende von Frauen und wo können wir einfach gemeinsam in unserem Land leben lernen, und weil wir überzeugt sind davon, dass Frauen einfach Gesellschaften mitformen und mitgestalten, ist es einfach wichtig, dass man Frauen stärkt. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass wir gemeinsam einfach so voneinander eben lernen. Insbesondere die Arbeitsmarktsituation für Frauen hinkt einer Gleichstellung hinterher. Ein Thema, das Asiye Sell von der Arbeiterkammer Wien zum Thema ihres Impulsreferates Frauenleben zwischen den Kulturen gemacht hat. Insofern ist es ganz besonders wichtig, gemeinsam sich wirklich für die Situation der Frauen einzusetzen und entsprechend ganz frühzeitig auch Maßnahmen, Kurse anzubieten, um Frauen zu unterstützen, dass sie ganz schnell in den Arbeitsmarkt auch kommen und mit einem sicheren und guten Einkommen tragen wir natürlich ein Stück dazu bei, dass diese Frauen ihr Leben selbst gestalten. Alef Irmak ist Schauspielerin mit türkischen Wurzeln und fühlt sich als Österreicherin. Welcher Aspekt ihrer Identität gerade Alefs Denken und Fühlen als Frau bestimmt, das hat sie in ihrem Monolog zu erklären versucht. Ich glaube schon, dass es, glaube ich, besser geht auf jeden Fall. Aber dazu braucht es, dass die Frauen immer wieder zusammengeführt werden. Also wie hier heute zum Beispiel, dass sie zusammenkommen, einen Austausch haben, dass sie natürlich Stellen haben, zu denen sie immer zurückgreifen können, gut informiert sind und sie sich da gut aufgehoben fühlen. Ja. Man muss gemeinsam die Welt gestalten, Männer und Frauen. Ich glaube nicht, dass Frauen alleine das können oder Männer alleine das können. Ein Miteinander ist das Gute, und ich glaube wirklich, gleichberechtigt leben heißt ja nicht gleich sein müssen wie jemand anderer, aber wir sollten alle die gleichen Rechte haben. Und es verändert sich einfach unsere Welt im Moment. Das ist so. Auch wir in Amstetten haben einfach viele Menschen, die vor ein paar Jahren noch nicht bei uns gewohnt haben. Wir haben viele Fremde, unter Anführungszeichen, die jetzt bei uns und mit uns leben. Und ich denke mir einfach, es ist wichtig, in dieser sich verändernden Gesellschaft einfach voneinander zu wissen. Da sind wir wirklich überzeugt davon. Und das kann vielleicht eine Möglichkeit sein, in einem, ich würde es nicht sagen geschützten Rahmen, aber in einem Rahmen, wo sich eben Frauen untereinander treffen, genau das zu erreichen, nämlich voneinander zu erfahren. Und wir wünschen uns einfach, dass diese Idee, dass wir wirklich viele, viele unterschiedliche Frauen einfach voneinander lernen, dass das einfach aufgeht. Es ist ein Versuch. Ich hoffe, dass es gelingt. Durch das gemeinsame Auftreten wurde ein weiteres Zeichen dafür gesetzt, dass Frauen unterschiedlicher Nationen, Religionen und Herkunft geschlossen für die Anliegen von Frauen eintreten.